What up, mein Name ist Flash und in diesem Video habe ich 1050 Tage in Minecraft Hardcore überlebt. Wir haben schon einiges gebaut auf unserer Pilzinsel, allerdings haben wir noch so viele große Projekte vor uns, die wir noch fertigstellen müssen. Also falls ihr in Zukunft nicht diese Videoserie verpassen wollt, einfach gerne ein Abo da lassen. Für euch ist das nur ein Klick und für mich eine sehr große Unterstützung und eine riesige Motivation für die Zukunft. Lasst mir ein Like da, um mir zu zeigen, dass ich sofort eine weitere Folge hiervon aufnehmen soll. Und vor allem schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ich als nächstes in dieser Welt bauen soll, denn wie immer werde ich die besten Kommentare einblenden und natürlich auch nachbauen. Und ich würde sagen, fangen wir mal an. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Nach über 1000 Tagen ist es mittlerweile auch echt schwierig zu gucken, wo man irgendwas hinbaut. Dementsprechend habe ich nach einem neuen Platz für ein Gebäude gesucht und bin dann auf diese Bucht hier gestoßen. Denn ganz viele von euch haben in die Kommentare geschrieben, dass ich unbedingt mal einen Leuchtturm bauen soll. Und dann lasse ich mich natürlich nicht lumpen und baue das auch einfach mal. Dafür habe ich mich entschlossen, auf jeden Fall eine Insel, die unabhängig von meiner Hauptinsel ist, zu bauen, beziehungsweise mehr so ein Berg, der aus dem Wasser ragt. Deswegen habe ich hier auch jetzt Stein nach oben gebaut, damit ich ein Grundgerüst bauen kann. Ich habe dann praktisch einfach nur, ja, die Form von diesem Mini-Berg oder von dieser Mini-Insel, sag ich jetzt mal, einfach gemacht und erstmal mit Steinen ein bisschen aufgefüllt, damit ich so eine Fläche habe, auf der ich dann aufbauen kann. Das Ganze war nicht ganz so einfach, weil ich musste ja auch ungefähr eine Vorstellung haben, wie groß nachher der Leuchtturm sein muss, damit diese Fläche auch hinhaut. Ich habe dann immer Schicht für Schicht dann Stein drauf platziert und praktisch dann auch somit angefangen, diesen Berg aus dem Wasser ein bisschen in die Höhe zu ziehen. Und als ich dann relativ weit oben war, habe ich dann praktisch auch angefangen, den ein oder anderen Steinblock zu ersetzen mit ganz normalem Mycelium, glaube ich, heißt das, ne? Dieser Pilzrasen halt, damit das Ganze nicht viel zu clean aussieht. Also ich habe auch dort versucht, ein paar Varianten reinzubringen, dass das nicht so langweilig aussieht und vor allen Dingen natürlich auch zu meiner Insel passt, dass man sieht, okay, das ist Teil der Insel und steht das nicht nur abseits irgendwie. Das heißt, ich habe nicht nur Mycelium nachher benutzt, sondern auch andere Blöcke, wie nachher Gravel oder halt zum Beispiel auch Andesite, obwohl ich Andesite sonst nie benutzen würde, aber einfach für den Moment hat es richtig gut reingepasst. Auch Gravel hat das Ganze ein bisschen natureller aussehen lassen und so sah dann die Grundfläche aus. Ich war eigentlich relativ zufrieden damit und oben habe ich dann praktisch angefangen, das Grundgerüst des Leuchtturms zu bauen. Und zwar war da ungefähr so 6x6, naja, ich würde sogar sagen 7x7 Blöcke vom Umfang fast. Und das ist schon, ne, ja, ist eine gute Breite, kann man sagen. Und dann habe ich auch den Boden gemacht aus ganz normalen Fichtenholzbrettern und habe dann angefangen, die ersten Wände hochzuziehen. Auch dort schon beachtet, wo nachher die Tür reinkommen soll. Die Tür soll nachher zu meiner Hauptinsel zeigen. Und auch schon die ersten, ja, Details zeige ich jetzt mal nicht unbedingt verbaut, aber schon die ersten paar Varianten verbaut. Und habe mich dann erstmal darum gekümmert, dass ich einen kleinen Eingang mache. Der soll jetzt nicht spektakulär aussehen, denn es ist halt ein Leuchtturm nun mal. Und dort habe ich dann halt so eine kleine Überdachung gemacht und habe dann tatsächlich auch schon angefangen, den Leuchtturm ein bisschen in die Höhe zu ziehen. Denn ich will nämlich auch keinen kleinen Leuchtturm haben, denn ich habe auch viele Berge bei mir auf der Insel und habe den dann auch einfach mal 20 Blöcke hochgezogen, damit er auf jeden Fall auch, wenn ich mal mit der Elytra unterwegs bin, relativ easy sichtbar ist. Eigentlich ist der beste Leuchtturm auch ein Beacon, weil der Strahl so unendlich hoch geht, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe dann angefangen, oben die ersten Details zu verbauen, also da, wo nachher das, ja, Leuchtfeuer und dieses Licht einfach rauskommen würde nachher, habe ich auf jeden Fall angefangen, auch Andesite wieder zu verbauen. Auch sehr, sehr fragwürdig, aber im Endeffekt sah es nachher ganz gut aus. Ich habe auch viel dann gearbeitet mit Steinmauern und habe das Ganze dann so ähnlich aufgebaut wie zum Beispiel bei einer Burg oben. Und dann habe ich angefangen, random Blöcke abzubauen und dann andere Blöcke hinzuplatzieren. Denn ihr wisst ja, ich bin großer Fan davon, die verschiedenen Wände von meinen Gebäuden nicht so zu lassen, sondern einfach mal zu ersetzen, indem ich zum Beispiel Cobblestone mit einplatziere. Hier habe ich jetzt noch Mossy Cobblestone und auch ganz normalen Stein mit eingebaut, damit das Ganze nicht so eben aussieht. Das habe ich bei einigen Gebäuden hier schon gemacht. Und gerade bei einem Leuchtturm, finde ich, muss der halt schon ein bisschen, ja, angekratzt aussehen. Weil er ja auch gerade so einen Vintage-Look hat. Und dort habe ich einfach frei nach Schnauze das Ganze platziert. Bin dann ins Innere gegangen und habe dann einfach mal einen Eichen, na, Eichen nicht, aber Fichtenholzstamm bis nach ganz oben geplatziert. Denn ich werde anhand dieses Fichtenholzstamms einfach eine Wendeltreppe nach oben führen lassen. Ihr seht, es ist schon eine ganz schöne Höhe. Dementsprechend habe ich dann einfach ganz normale Fichtenholztreppen genommen. Und die dann einfach komplett eng an diesem Stamm rumplatziert, sodass man die ganze Zeit Wendeltreppen laufen muss, bis man nach oben kommt. Denn ich dachte, was machst du sonst ins Innere von so einem Leuchtturm? Und wenn du so eine Leiter hochmachst, dann sieht er einfach viel zu leer aus. Ich wollte das Ganze noch beleuchten, wollte aber nicht so ganz langweilig einfach in irgendeiner Ecke eine Laterne platzieren und habe mich entschlossen, noch Fenster rein zu platzieren. Das Ganze habe ich noch ein bisschen mit so einem Blumentop und ein paar Trapdoors fasziert und vor allen Dingen auch ein bisschen altmodischer aussehen zu lassen, denn so ein Leuchtturm
Leuchtturm soll ja auch eigentlich sehr altmodisch aussehen. Deswegen habe ich mich tatsächlich auch gegen rote und weiße Wolle entschieden. Denn das würde einfach gar nicht zu meinem Rest passen, den ich bisher gebaut habe. Und dann habe ich an allen vier Seiten praktisch, in allen vier Himmelsrichtungen, die verschiedenen Fenster platziert. Ihr seht, die sind nicht ganz auf einer Höhe. Ist auch geplant gewesen. Die gegenüberliegenden Seiten haben nämlich immer dieselbe Höhe und die nebeneinander liegenden nicht. Die sind so ein kleines bisschen versetzt und bisher war ich relativ zufrieden. Jetzt müssen wir aber auch dafür sorgen, dass der Leuchtturm auch wirklich leuchtet. Und ich sag euch ehrlich, ich bin alles andere als ein Redstone-Experte. Ich verstehe Redstone und kann einfache Sachen definitiv auch bauen. Allerdings bin ich jetzt kein Experte. Das heißt, für diese Sache hat es jetzt gerade so gereicht. Ich habe nämlich viel mit Observern jetzt gearbeitet und habe dann ein paar Redstone-Lampen drumherum platziert, um zu gucken, ob es möglich ist, dass wir praktisch so eine Rundumleuchte uns machen können. Und tatsächlich hat es funktioniert. Also dachte ich mir, nice, dann mache ich genau das und werde das Ganze einfach ein bisschen größer machen. Das heißt also, dass ich dafür gesorgt habe, dass diese Redstone-Rundumleuchte einfach ein bisschen größer wird. Allerdings hat es nicht ganz hingehauen, denn warum auch immer konnten nur die ersten beiden Reihen connected werden. Ich habe danach versucht, mehrere Reihen noch zu platzieren von Observern, aber auch das hat nicht viel geholfen. Dementsprechend musste ich wieder ein, zwei Reihen abbauen von diesen Redstone-Lampen und habe das Ganze einfach mit ganz normalen Fichtenholzbrettern wieder ersetzt, denn auch so bin ich relativ zufrieden, auch wenn das jetzt nicht gigantisch groß ist. Dann habe ich das Ganze von außen noch ein bisschen mit so Trapdoors fassiert und bin auch öfter mal runtergefallen. Gott sei Dank habe ich Feather Falling 4, ansonsten wäre ich schon so oft gestorben. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich auch an mich an das Dach zu machen. Denn ich kann natürlich die Observer jetzt nicht einfach so rausgucken lassen und habe angefangen, ein Dach zu bauen. Auch das habe ich so gebaut, dass es so ein bisschen übersteht und auch zu den Rest von meinen Gebäuden wirklich passen würde. Das Ganze habe ich viel mit Treppen fassiert und auch vor allen Dingen auch mit Dark Oakwood Zäunen. Ich habe nachher, als das Haus ein bisschen oder dieses Dach einfach ein bisschen zugespitzter wurde, habe ich auch angefangen, das Ganze ein bisschen höher zu ziehen, wie so eine Zipfelmütze, sage ich jetzt einfach mal, und ganz oben noch einen Zaun drauf platziert. Sieht von nah nicht so gut aus, aber wenn man das Ganze jetzt so betrachtet, sieht es wirklich schon in Ordnung aus. Das ist mein Endprodukt von dem Leuchtturm und ich muss sagen, dafür, dass ich sowas noch nie gebaut habe, bin ich relativ zufrieden. Es hätte wirklich an einigen Stellen deutlich besser aussehen können, aber dafür bin ich zufrieden, dass nämlich dieses Verhältnis zwischen Berg und Turm passt. Anschließend habt ihr mir geschrieben, ich soll ein Flugzeug bauen. Und ich war, um ehrlich zu sein, erst überhaupt kein Fan davon. Denn so eine Boeing oder sowas, so ein riesengroßes Flugzeug, würde einfach stilistisch gar nicht passen zu meinen Sachen. Dementsprechend habe ich mir gedacht, aber wie kann ich das trotzdem umbauen? Denn ich habe wirklich die Nachricht öfter bekommen. Und es muss natürlich auch zu meinem Biom passen. Das heißt, ich habe auch blaues Holz verwendet, denn es passt einfach zu meinem Biom, was ich da angelegt habe, künstlich bei mir auf der Insel. Und dementsprechend habe ich mich doch damit abfinden können, doch zu versuchen, noch ein Flugzeug zu bauen. Allerdings nicht jetzt eine Boeing oder sowas, weil das ist einfach viel zu modern dafür, dass ich alles so altmodisch baue, sondern halt einfach ein älteres Flugzeug. Und da muss ich auch ehrlich zugeben, Leute, ich habe davon keine Ahnung gehabt. Ich habe zwar von vielen Gebäuden noch nie eine Ahnung gehabt und habe meine ersten Versuche hier in dieser Welt gemacht und ich baue auch alles, was ich hier jetzt im Video baue, habe ich auch schon mehrmals vorgebaut vorher, damit es ja nicht so viele Outtakes gibt und so. Aber bei der Sache musste ich mir wirklich ein paar Sachen aus dem Internet raussuchen, beziehungsweise habe mir ein paar Inspirationen, sage ich jetzt mal, geholt aus dem Internet, denn ich hatte sonst einfach nicht so viel Plan, wie man so etwas umsetzt. Ich hoffe, das war euch in Ordnung, denn auch ich, wenn ich schon relativ kreativ bin und viele Sachen so umsetzen kann, auch wenn ich sie vorher noch nie gebaut habe, ist auch bei mir irgendwo eine Grenze und dementsprechend habe ich mir eben ein wenig Inspiration geholt. Ich hatte auch Besuch von ein paar Phantomen, also war super lustig und ich bin extrem froh, dass ich Feather Falling habe. Dann habe ich das Ganze immer mit so ein paar Sachen ein wenig detaillierter machen können. Auch hier zum Beispiel mit diesen Dark Oak Trapdoors wäre ich zum Beispiel auch nie drauf gekommen. Und das sind so ein paar Sachen, die mir da gefehlt haben an Vorwissen, gerade weil ich mich für Flugzeuge nicht so interessiere, wie zum Beispiel für Autos oder so. Und dann wusste ich auf jeden Fall, dass Flugzeuge noch Lichter haben. Gerade wenn man mal nachts in den Himmel geguckt hat, dann sieht man immer etwas blinken. Und dementsprechend habe ich einfach noch so ein Itemframe genommen und dort einfach rote Wolle einfach reinplatziert, als würde es so das Licht sein praktisch, was nachher fliegt. Und dann noch ein paar Schilder platziert, auch wenn sie manchmal nicht so platziert worden sind, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich sie einfach noch ran platziert, wie so
irgendwelche Platten, die rangeschraubt sind. Und dann kam auch einfach alles so allmählich zu Ende. Und dann war ich relativ früh fertig und habe das Ganze wieder abgebaut, da wo ich hochgekommen bin. Und ich muss wirklich sagen, auch wenn ich mir natürlich Inspirationen aus dem Internet geholt habe, war ich wirklich gut zufrieden mit dem Ergebnis. Wenn man uns das mal anguckt, das gemeinsam, es ist vom Stil auch definitiv gut vereinbarmäßig zu dem Rest, was ich bisher gebaut habe. Vor allen Dingen mit diesen blauen Akzenten passt es sehr gut zu unserem Biom, was wir bereits schon gebaut haben. Dementsprechend konnte ich mich damit relativ gut abfinden. Dann habe ich noch einen weiteren Kommentar gelesen. Und zwar wollten viele von euch auch, dass ich ein Strandhaus baue. Und ich dachte mir am Anfang so, okay, aber meine Insel gibt mir jetzt nicht so das Strandfeeling, denn alles wirkt so kalt wegen dem lila Boden und all sowas. Aber eigentlich habt ihr gar nicht so unrecht gehabt. Ich habe mir also eine Bucht gesucht und habe angefangen, die Grundrisse für ein Strandhaus zu bauen. Ich dachte mir, ich baue so ein kleines Strandhaus, dann nochmal so einen kleinen Outdoor-Bereich. Das Ganze habe ich auch wieder ganz klassisch mit Fichten, Holzbretter und mit Fichten Baumstämmen gebaut. Auch wenn das eher mehr so in diesen Winterbereich geht, in diesen Winterkabinenbereich, muss ich sagen, passt es sonst einfach überhaupt nicht hin. Also falls ihr wirklich für eure Welt sonst ein Strandhaus bauen wollt, dann nehmt irgendwie entweder Akazienholz oder Birkenholz. Das passt einfach deutlich besser. Je heller, desto wärmer sieht es aus. Aber ich musste es einfach so bauen. Ansonsten hätte es wieder mit allen anderen Sachen vorher gar nicht übereingestimmt. Und ich möchte es schon relativ einheitlich machen. Also habe ich angefangen, so ein kleines flaches Dach zu bauen. Denn ich kann natürlich nicht so ein Dach bauen, wie ich das sonst bei einem Haus baue, also so zugespitzt. Denn das würde einfach gar nicht passen. Dementsprechend habe ich so ein relativ flaches Dach gebaut. Das sieht auch mehr so aus wie ein Sonnenschutz und soll es ja auch eigentlich sein, weil es ist ja kein ganz normales Haus. Dann habe ich angefangen, auch schon im Outdoor-Bereich so ein bisschen noch die Gläser einzusetzen, also die Fenster zu machen. Auch dort ist es jetzt nicht so ästhetisch angelehnt, sondern mehr so, ja, ausblickmäßig natürlich, ne? Blick aufs Meer, Blick auf die Bucht hier vorne und dementsprechend einfach so begehbare Fenster praktisch gemacht, dass die auch ebenerdig sind und auch vorne nochmal ein Doppelfenster reinplatziert, damit man wirklich viel zu sehen hat und dann drumherum natürlich auch Laternen platziert. Und dann habe ich auch schon angefangen, draußen mich an diesen Outdoor-Bereich zu machen. Dafür habe ich so Trapdoors verwendet, als würde ich so einen Steg praktisch bauen. Auch wenn ich Stege sonst anders bauen würde, habe ich ja damals in der Hafenstadt, die ein bisschen weiter südlich ist, schon einmal gebaut. Das ist praktisch so ein begehbarer Steg, der noch so ein bisschen ins Wasser ragt. Und ich habe dann praktisch angefangen, so ein paar Zäune hochzuziehen, das Ganze dann mit Zauntoren zu verbinden, um einfach so einen Sonnenschutz zu machen und so einen, ja, Outdoor-Bereich einfach zum Chillen, und habe das Ganze dann mit Wolle abgedeckt, musste dann Fäden darunter platzieren, weil Wolle ja nicht frei schweben kann, und habe dann auch neben so einem Blast-Furnace in den Boden angefangen, Campfires zu platzieren, denn darauf wollte ich nämlich Smoker platzieren, sodass es aussieht, als würde man gerade grillen. Jetzt, wo ich das sehe, hätte ich natürlich auch noch einen anderen Grill hinbauen können, aber naja. Dann habe ich so zwei Liegen gemacht und angefangen, auch noch einen Tisch in die Mitte zu platzieren. Habe dann überlegt, okay, ich will aber noch so eine kleine Feuerecke machen praktisch. Habe drei Feuer dann platziert und zwei davon ausgemacht und dann wieder Fichten-Trapdoors dazu verwendet, dass ich das Ganze von hinten so ein bisschen abschließen kann, damit ich so zwei Sessel praktisch gebaut habe, in der Mitte so ein Feuer. Und dann habe ich mir so gedacht, das sieht noch ziemlich leer aus. Also habe ich einfach mal Akazienbaum genommen und das Ganze platziert und drumherum so ein paar Fässer platziert, als würde das so im Schatten gelagert sein, als wäre da so, keine Ahnung, Bier drin, eine Cola oder Fisch oder irgendwas, was man halt für den Sommer so braucht. Und habe dann halt angefangen, das so random einfach drumherum zu platzieren und dann mit Hilfe von zwei Laternen noch ein bisschen zu beleuchten. Sieht relativ in Ordnung aus. Dann habe ich noch ein paar Azalea Leaves genommen und die einfach random auch da drumherum platziert. Auch noch ein bisschen für diesen Sommer-Vibe einfach. Und habe das einfach mal ums Haus so ein bisschen platziert. Hier und da mal so einen Haufen gemacht, damit das Ganze nicht ganz so leer aussieht. Und es hat das Ganze auf jeden Fall deutlich ästhetischer gemacht. Dann bin ich reingegangen und habe angefangen, auch schon die Inneneinrichtung zu machen. Ganz normales Doppelbett mit ein paar Bookshelves, dann auch mit einem Blumenpott und eine goldene Karotte habe ich auch einfach mal als Bild da rein platziert. Und natürlich dann auch noch ein Tisch und ein bisschen Grünzeug musste auch sein. Dementsprechend habe ich auch nochmal zwei Blumenpötte auf den Boden gestellt mit so, ja, ein paar Pflanzen mit einem Kaktus drin.
Und das ist das Endprodukt. Ich muss sagen, im Shader sieht es nochmal deutlich, deutlich nicer aus. Und ich bin relativ zufrieden. Es passt da ziemlich gut hin. Ich würde gerne in der Welt mit Shader spielen. Allerdings ist sie leider viel zu groß, dass es irgendein PC schaffen kann. Auf jeden Fall war das die Episode. Ich habe noch so viele gute Ideen. Ihr habt mir auch so geile Kommentare geschrieben. Wir haben noch so viel zu tun, Leute. Also wie gesagt, ein Abo da lassen, um in Zukunft das Ganze nicht zu verpassen. Das ist nur ein Klick und für mich eine sehr große Unterstützung. Schreibt mir in die Kommentare, was ich als nächstes bauen soll. Denkt dran, ihr werdet eingeblendet und ich baue es nach. Und lasst mir ein Like da, um mir zu zeigen, dass ich direkt eine weitere Folge aufnehmen soll. Mein Name ist Flash und ich wünsche euch noch einen sehr angenehmen Tag.